Sie bewerben Kurse und kopieren dafür ganze Passagen aus meinem Buch oder bauen meine Videos in Ihre Webseiten ein. Aber warum? Warum macht niemand diese eine Sache nach? Warum? Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seht es, ich sitze gerade wieder einmal hier bei mir im Handelsraum. Und heute wollen wir ein Thema behandeln, was durchaus kontrovers ist, nämlich wie groß ist eigentlich der Einfluss von Gebühren auf den Erfolg als Händler? Wir schauen uns das jetzt gleich mal an und zwar wie immer auf einem Live-Konto. Und meine vielleicht etwas kontroverse Meinung zu dem Thema gibt es jetzt hier im Video. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Licht dazu angemacht, damit es ein wenig heller ausschaut. Und das ist ja ein Thema Gebühren, was natürlich viele immer beschäftigt. Ne? Ich kann mich dieses Jahr noch gut entsinnen, als es hieß, dass Tasty Trade, also seinen eigenen Broker aufmacht, Tastyworks, dass plötzlich so ein Geschrei dann hier durch die Optionshändlergemeinde ging, oh, jetzt gehen wir alle zu Tastyworks, weil das ist ja viel, viel besser als IB, die sind ja viel günstiger. Und wenn man dann aber letztendlich auf die Preise geschaut hat, dann muss man leider sagen, ja, so viel günstiger waren die gar nicht, denn im Gegenteil, wenn man die ganzen Opportunitätskosten sich mit anschaut, also was kostet es denn dort, dass die Margin zum Beispiel ist sehr viel höher, ich glaube mit 6,5% verzinst als jetzt zum Beispiel bei IB mit 1% oder sowas, oder eine Rücküberweisung nach Deutschland, $50, da hat man dann gemerkt, oh, es ist ja doch nicht ganz so günstig. Ne? So. Und jetzt gibt es natürlich aber immer wieder diesen Streit, dass man sagt, okay, wenn man zum Beispiel bei klassisch Interactive Brokers ist, dann hat man ja wirklich herausragende Gebühren. Wenn man allerdings jetzt zu einem der sogenannten Introducing Broker geht, also Lynx Broker, Cap Trader, Agora Trading, ja, glaube Agora Trading, dann ist das ja schon deutlich teurer als bei IB. Oder ich habe jetzt zum Beispiel auf der Messe gesehen, dass WH Self Invest wohl jetzt auch eine IB-Anbindung hat und da jetzt auch anfängt mit Optionen. Über die TWS kann man da jetzt plötzlich handeln oder beziehungsweise über deren Nanotrader. Und das ist ja schon dann immer teurer. Und viele sagen dann immer so von vornherein pauschal, naja, diese teuren Gebühren, mit denen kannst du gar kein Geld verdienen als Trader, weil das ja viel zu viel kostet. Jetzt ist es natürlich so, dass man als Trader definitiv auf die Kosten schauen muss. Ne? Also egal was, aber man sollte natürlich immer auf die Kosten schauen. Auf der anderen Seite glaube ich aber immer, dass sich viele hier auch ein wenig belügen, indem sie sagen, naja, ich habe jetzt zwar kein Geld verdient, das liegt aber nur an den zu teuren Introducing Brokern. Und um das einfach mal zu zeigen, dass ich eben glaube, dass die Gebühren letztendlich viel, viel weniger Einfluss auf das Ergebnis haben, als sich das mancher so vorstellt, habe ich zu Anfang des Jahres einfach mal ein kleines Experiment gemacht. Und zwar, ich habe ein Konto eröffnet. Dieses Konto, oder beziehungsweise das gibt es schon seit letztem Jahr, dieses Konto ist bei CapTrader. Das hätte jetzt bei Lynx Broker übrigens ganz genauso funktioniert. Und habe aber von vornherein gesagt, ich möchte die ganz normalen Standardgebühren haben für den Handel von Optionen. Das heißt also, dadurch, dass wir hier so viel handeln, dass wir viele Konten haben, können wir natürlich mit jedem Broker im Grunde genommen die Preise relativ gut verhandeln. Ne? Also das heißt, ich, wenn ich halt im Jahr, was weiß ich, ein paar tausend Trades mache und auch 7-8-stellige Kontengrößen habe, dann kann ich natürlich zu meinem Broker gehen und sagen, hier, pass mal auf, ich möchte nicht deine Standardgebühren haben, sondern was kannst du mir denn anbieten? Und dann bekomme ich von vornherein immer gute Gebühren. Aber ich habe jetzt mal ganz bewusst darauf verzichtet und habe gesagt, okay, schauen wir uns das mal an, wie ist denn das, wenn ich mit den Gebühren handeln müsste, die auch ein Neueinsteiger hat. Weil wenn ein Neueinsteiger kommt und sagt, hey, ich habe hier ein Konto, 5.000 Euro, 10.000 Euro, ich habe noch nie einen Trade gemacht bei dir, und da wird der Broker nicht sagen, kein Problem, gebe ich dir 50% Rabatt. Ne? So, sondern er wird sagen, hey, hier hast du deine Standardgebühren. So, und jetzt gucken wir uns mal an, kann man damit trotzdem Geld verdienen? Und mit diesem Konto hier
was ich euch gleich zeige. Dieses Konto nutzen wir auch bei unserem Trading fürs Coaching. Das heißt, bei uns im Coaching nutzen wir zwei verschiedene Konten, ein etwas größeres. Das ist jetzt ungefähr so 250.000 Euro groß und eben so bewusst ein kleines. Das habe ich mal angefangen letztes Jahr mit 10.000 Euro. Und auf diesem kleinen Konto handeln wir ausschließlich Aktienoptionen. Ne? Warum? Ich will einfach auch im Coaching immer wieder zeigen, okay, was gibt es für Gelegenheiten, was kann man machen. Da gibt es zwar viele Teilnehmer, die größere Konten haben, aber auch doch viele, viele, die sagen, ah, ich bin gerade im Einstieg und ich fange jetzt erstmal nur an mit Aktienoptionen. Und das will ich halt auf so einem kleinen Konto auch zeigen, weil es macht jetzt keinen Sinn, Aktienoptionen auf einem 250.000er Konto zu handeln. Ne? So. Und wie gesagt, hier habe ich jetzt wirklich eins gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich handle mal nur mit den ganz normalen Standard Gebühren. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was kommt da raus. Und da stelle ich euch, gehe ich erstmal hier mit euch ein bisschen hier rüber, dass ihr das Konto erstmal hier so seht. Also das hier ist das Konto. So, kann man das hier so ein bisschen sehen. Ich muss mal ein bisschen herum. Ich will es auch hier wirklich live machen, damit es jeder gut erkennen kann. Und zwar, wir gehen mal hier ins Handelsprotokoll. Und da seht ihr zum Beispiel vielleicht hier, das sind die letzten beiden Trades, die ich gemacht habe auf diesem Konto. Und da seht ihr hier zum Beispiel, und, wo muss ich hingehen? Hier, da seht ihr hier die Gebühren. Ne? Provision 3,50 Dollar. Das heißt, ich bezahle hier auf diesem Konto wirklich 7 Dollar für den Round Turn. Ne? Also deutlich mehr, als ich bezahlen müsste, wenn ich verhandelt hätte, was jeder von euch übrigens auch machen kann. Oder aber, wenn man jetzt direkt zum Beispiel bei IB wäre. So, und jetzt gehen wir mal hier in die Kontoverwaltung hinein und schauen uns das Ganze an. Zurzeit scheint ja auf YouTube so ein Trend zu sein unter den ganzen Coaches, dass die alle sagen, sie können ihre Kontoverwaltung nicht zeigen aus rechtlichen Gründen. Also, es ist mein eigenes Konto, ich darf euch das zeigen, ist überhaupt kein Problem. Und wir gehen mal hier in, Berichte hinein und machen mal den Portfolio Analyst. Also, ne, das ist diese neue Verwaltung. Hier unten übrigens kann man dann noch auf die alte schalten. Das hier ist jetzt die neue schon. Also, wer das hier machen will, so. Und dann macht er uns das jetzt hier auf. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, und jetzt machen wir mal eins, dass wir mal sagen, hier auf der Seite hier ist seit Jahresbeginn detailliert. Ne? Also, dass wir wirklich alles drin haben. So, das lassen wir jetzt hier laufen. Also, ihr seht das jetzt hier, läuft schön durch. Ich könnte es euch zwar jetzt auch hier schon zeigen, aber ich will es euch wirklich mal detailliert zeigen. Was ist da jetzt rausgekommen? Also man sieht jetzt hier 7 Tage, Rendite 3% und jetzt hier im Monat wären es 2,8, einen Monat 0,45, year to date und das ist das, wo wir gleich drauf kommen. So, jetzt sieht man das schon hier, 15,14% Rendite in diesem Konto, aber wir schauen es uns nochmal detailliert an und dazu mache ich uns hier diese PDF auf und da seht ihr schon erstmal hier, also das ist ein Konto, was wirklich mir gehört, ne? Also hier Jens Rabe mit Kontonummer und so, kann ja sowieso, also nicht, ihr könnt jetzt gern Geld dahin überweisen, klauen kann es keiner, ganz, wirklich ganz normales Konto, so. Und da seht ihr jetzt, ich habe in diesem Jahr hier keinerlei Geld eingezahlt. Der Jahresanfangsstand waren 12.239, Stand per heute hier, wo ich dieses Video aufnehme, 14.091. Das heißt eine Rendite kumuliert von 15,14%, größter Drawdown 2,3%. Und so ist es halt gelaufen. Jetzt gucken wir mal, wo wir dann hier jetzt noch die Gebühren finden. Ja, ihr seht also hier eine riesen lange Liste, 108 Seiten. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Hier sind also alle Trades hier aufgelistet, wie sich das entwickelt. Und jetzt suche ich mal ganz schnell hier die, ich will es extra auch nicht schneiden, dieses Video, sondern euch so lassen. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier die Gebühren finden. Zack, zack, zack. So, und hier haben wir nochmal Peak to Valley und diesen ganzen, alles was es so gab. Sharp Ratios und so weiter und so fort. Das interessiert uns jetzt aber mal nicht, sondern hier größter Drawdown war mal
gegenüber dem S&P 5%. So, und jetzt müssen wir bloß noch die Gebühren finden. Wo sind die Gebühren? Okay. Also. Und hier sind die Zinsen, die wir bezahlt haben. Hier haben wir unsere Fees. So, das sind also die ganzen Gebühren, die wir gezahlt haben für Realtime-Kosten. 162 Euro. Das ist aber bei allen gleich. So, jetzt haben wir das hier leider nicht drauf. Kein Problem, da machen wir Folgendes. Da gehen wir hier in Kontoauszüge. Sagen okay. Und berechnen, lassen uns einfach die Kontoauszüge anzeigen. Weil da sehen wir das nämlich auch. Und machen jetzt hier Jahresbeginn bis heute. Lassen uns einen Kontoauszug erstellen. Und ihr seht, es läuft hier ganz normal durch. Ich rede auch extra weiter, ne, dass also niemand denkt, hier wird irgendwie was geschnitten oder weggenommen oder sonst irgendwas. Ihr wisst, wenn man das hier auf monatlicher Basis macht oder beziehungsweise wenn man jetzt von Anfang des Jahres bis jetzt, dann dauert das immer ein bisschen. So, und jetzt hat das. Und jetzt können wir hier nochmal reinschauen. Also, hier mein Konto. Ne, seht ihr hier, Margin-Konto. Ganz normal. Und jetzt sehen wir hier den Nettovermögenswert. So, und da seht ihr hier, dass ich am Ende, also ich habe jetzt hier, das könnt ihr hier erkennen an dieser Zahl, ich gehe ein bisschen näher ran, hoffentlich kann man das gut erkennen. Also ich habe in diesem Jahr diese 15,14% und habe 1800 Euro verdient in diesem Konto. So, und wenn man sich das hier auf der Seite anschaut, dann sieht man hier sehr genau, dass ich also 2600 verdient habe und davon sind ungefähr 800 weggegangen. Davon Zinsen 24. Gebühren, das sind Realtime-Daten, 162 und jetzt hier Provisionen, also das, was man an den Broker bezahlt hat, 657. So, okay, also ihr seht, das ist genau das, was hier jetzt in dem Konto passiert ist. Okay, und jetzt wird der eine oder andere sagen, aber das ist doch schon ganz schön viel, ne? Also das ist doch schon wahnsinnig viel, wenn ich hier im Jahr 2600 Euro verdient habe und jetzt bleiben am Ende nur 1800 übrig, weil der Rest Gebühren weggeht. Das sind, überschlagen wir es mal ganz kurz, die Gebühren machen hier ungefähr 20% aus. Ne? Das heißt also, ohne die Gebühren lege ich hier bei etwa 18% Rendite diesem Jahr statt 15%. So, und damit habt ihr natürlich vollkommen recht. Gebühren fressen, gerade wenn sie so hoch sind, schon einen Großteil der, oder nein, das war falsch. Die fressen nicht den Großteil der Performance, sondern sie fressen einen Teil der Performance. Aber es ist vollkommen falsch, wenn man sagt, dass die Gebühren aus einem profitablen Trader einen unprofitablen Trader machen. Und wenn jetzt jemand sagt, naja gut, ich handle ja aber, also ich habe zum Beispiel auf diesem Konto fast ausschließlich Short Puts gehandelt, auf Aktien und also mit Aktienoptionen, ETF-Optionen. Und wenn jetzt jemand sagt, naja, okay, ich handle aber sehr, sehr komplexe Strategien, wie zum Beispiel Double Calendar Spreads oder Butterflies oder sowas, da schlagen ja die Gebühren viel, viel mehr zu Buche. Da muss ich sagen, das stimmt. Da muss man sich auch mal fragen, macht es denn überhaupt für einen Privatanleger, egal ob er bei einem etwas teureren oder einem etwas billigeren Broker ist, macht denn das überhaupt Sinn, solche komplexen Strukturen zu handeln? Und das, das kommt jetzt noch dazu, gerade als Einsteiger. Weil, wenn ihr kein Einsteiger seid, wenn ihr länger schon dabei seid, wenn ihr eine entsprechende Kontogröße habt, dann werdet ihr automatisch eure Gebühren reduzieren können. Also wir haben viele Kunden, die sind bei Linksbroker, die sind bei CapTrader und zahlen nahezu identische Gebühren wie bei IB. Und sie haben einen, das darf man nicht vergessen, Full-Service-Broker. Ne? Das heißt also einen, den man anrufen kann, der einem hilft, der einem in der TWS hilft, der einem vieles am Anfang. Ich sehe ja schon, wie Leute scheitern bei der Kontoeröffnung, ne? Weil das zugegebenermaßen auch relativ schwierig ist. Und gerade die Einsteiger, die sich dann aufregen und sagen, ja, der Broker verlangt ja so viel Geld von mir, ich will, dass der mir umfangreichen Service bietet, jeden Tag drei kostenlose Webinare,
Am besten soll er mir noch ein Weihnachtsgeschenk schicken. Ich will aber auch die billigsten Gebühren der Welt haben. Ne? Der hat irgendwie an der Stelle einen kleinen Denkfehler. So. Und deswegen, ihr müsst natürlich, und ihr solltet es auch machen, handelt mit eurem Broker und eure Gebühren nach. Ne? So. Aber, das sage ich euch auch, wenn ihr neu seid, wenn ihr ein kleines Konto habt, wenn ihr überhaupt noch keine Erfahrung habt, wenn ihr vor allen Dingen den fünfmal in der Woche anruft, weil ihr was wollt, dann könnt ihr dort noch nicht, an der Stelle noch nicht ansetzen. Ist aber auch nicht so wichtig. Fakt ist aber auch eins, Gebühren machen aus einem unprofitablen Händler keinen profitablen Händler. Weil man muss sich wirklich mal ausrechnen, das könnt ihr auch selbst mal machen, der sagt, okay, geht doch mal her. Und bei mir hat es jetzt hier 3% ausgemacht. Ne? Das heißt, wenn ihr aber dieses Jahr 15% Minus habt, dann habt ihr das garantiert nicht, weil ihr so viel Gebühren bezahlt habt. So, sondern das heißt, weil ihr schlecht gehandelt habt. Das heißt, ihr müsst an euch arbeiten, euer Trading muss besser werden. Und natürlich, ich will hier überhaupt kein Loblied auf die Broker singen, ne? Und will sagen, okay, geht alle zu den teuren Brokern. So, nein, geht dahin, wo ihr euch am wohlsten fühlt. Ich möchte euch bloß von diesem Denkfehler warnen, dass ihr sagt, okay, nur der Broker ist daran schuld, weil ich kein Geld verdiene. Und vielleicht noch eine ganz kurze Story aus meinen Anfängen heraus. Als ich angefangen habe mit Futurehandel, das liegt mittlerweile weit über 15 Jahre zurück, da haben wir damals Round Turns bezahlt im Bereich, weiß ich nicht, $35 Round Turn, öffnen, schließen. Ne? Das heißt, wenn du mit denen damals nachverhandelt hast, dann hast du irgendwie, haben die gesagt, okay, dann gehen wir hier auf $15 runter. Und wisst ihr, was aber auch war? Ich habe auch damals schon Geld verdient. Ne? Das heißt, ich habe auch damals schon angefangen, Geld zu verdienen. Und mein allererstes Optionskonto, das war bei Revco. Das war bei Revco, das war, die Älteren kennen es vielleicht noch, das war einer der größten Broker der Welt damals. Ich glaube, der 6. Broker der Welt ist dann pleite gegangen mit mir als Kunden. Ne? Also auch eine tolle Erfahrung. Segregated Account, deswegen war alles sicher, war alles fein. Aber, und da habe ich glaube ich auch, ich kann mal auf die alten Abrechnungen schauen, aber auch um die 8, 9 Dollar Round Turn bezahlt. Also das war ganz normal. Und man muss einfach sich überlegen, in welchem Umfeld bewege ich mich und wie können dann meine Trades aussehen. Das heißt, du kannst nun mal nicht, wenn du in einem Retail Umfeld dich bewegst. Und wir alle sind Retail Broker. Ne? Wir alle sind quasi auf der anderen Seite der Institutionellen. Und wer sich da bewegt, der kann einfach keine Strategien handeln, die sich von den Gebühren von vornherein nicht rechnen können. Ne? Wer jetzt sagt, ich habe eine Aktie, die $20 kostet und ich möchte darauf einen Iron Condor handeln, naja, dann könnt ihr euch ausrechnen, dass mit den Gebühren, egal wo ihr das handelt, dass das nicht funktionieren kann. Warum gibt es solche Programme? Warum zeigen das Coaches und so weiter? Entweder, weil sie aus dem institutionellen Bereich kommen und das mit den Gebühren überhaupt nicht verstehen, was die Retail-Händler da haben. Also wenn du Händler auf dem Parkett an der CBOE bist und pro Trade irgendwie einen halben Cent bezahlst, wenn überhaupt, dann kannst du jeden Trade machen. Dann kannst du auch einen Trade machen, der netto $5 bringt. Wenn du aber ein Retail-Händler bist, der immer Gebühren hat, ne, dann musst du dir einfach Strategien suchen, die zu deinen Gebühren passen und eben nicht sagen, oh, jetzt jammer ich aber rum, weil der böse Broker hat doch meine ganze Performance weggenommen. Ja. Ich weiß, kontroverses Thema und ich bin sicher, dass viele von euch da vielleicht auch einen etwas anderen Blick haben. Deswegen bin ich auch gespannt auf eure Kommentare. Ich wollte euch bloß mal wieder zeigen, man kann also auch, egal wie die Gebühren sind, wenn man versteht, was man macht, wenn man vernünftig handelt, wenn man einen Plan hat, wenn man eine gute Strategie hat, dann kann man mit jeder Art von Gebühr auch umgehen. Und deswegen macht euch da nicht verrückt wegen dieser Dinge am Anfang. Lasst euch da nichts einreden, okay? Sondern guckt einfach, dass ihr es am Anfang richtig lernt, dass ihr richtig versteht, was ihr da tut, dass ihr Strategien habt, die ihr auch als Privater vernünftig umsetzen könnt. Ne? Und wenn ihr das alles schafft, wenn ihr dann sagt, okay, jetzt bin ich so nach und nach ein profitabler Trader, dann fangt an, eure Provisionen nachzuverhandeln, ne? Eure Commissions nachzuverhandeln. In diesem Sinne, euch viel Erfolg an der Börse, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut, bye bye.